Buongiorno, meine kleinen Macaroni, zu einem neuen Part von Yoshis Woody World mit dem Kaugummi Yoshi wollen wir Welt 6-5 meistern. Auch wenn wir klebrig fusselig sind, werden wir nicht auf der Stelle kleben bleiben und die Masche der Buhus aufdröseln. Ja, Buhus. Natürlich ohne Tricks. Die Buhus sind hier die mit den Tricks. Wir brauchen keine Tricks, denn wir sind ein Kaugummi Yoshi mit Fusseln. Und wir durchschauen die Masche der Buhus. Haben wir eigentlich schon mal Buhus jetzt in einem Let's Play hier gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir werden hier leicht vorgeführt. Also man möchte uns hier vorführen. Hier muss ich mal schnell auf, bevor die auf dumme Ideen kommen. Okay. Das war's in dem Raum. Sonst ist hier nichts versteckt. Oder ist der Raum nur dazu da, damit ich irgendwie an Wollknolle komme? Ich weiß es nicht. Deswegen baller ich hier mal kurz so ein bisschen straight in den Himmel. Also an die Decke. Gut, hier scheint nichts versteckt zu sein. Gehen wir wieder durch. Jetzt kommen wir bestimmt unter der Treppe raus. Na, habe ich recht? Boah, bin ich gut. Ich bin so gut, weil ich so gut bin. Yay! Okay. War ja voll erfolgreich. Wo kann ich denn da hochballern, wenn da nichts ist? Muss ich das verstehen? Aha. Ich bin voll begeistert. Ich habe keinen Plan. Hä? Ihr seid doof. Muss ich das verstehen? Was muss ich denn machen, ihr Blödmänner? Hä? Wo kann ich die Buhus kalt machen? Ich weiß es doch nicht. Oh, ich kann... Das ist ja wohl... Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit, ist das. Hey, halt! Komm mal zu mir, mein Kleiner. Oh, wie der Yoshi Angst hat. Das ist wohl... Hallo? Oh, ist das dumm, ey. Der geht mir voll auf den Sack. Grinst mich nicht so kacke an. Boah. Super, geil. Hä? 4 Minuten, nichts geschafft. Juhu. Bis auf das bisschen. Ein Herz, geil. Last Yoshi Standing. Ja, ich bin auch leicht betrübt. Boah, schnell weiter. Vielleicht kriegen wir endlich etwas, womit wir uns hochheilen können. Ich würde es begrüßen, ja. Schon ziemlich gemein, möchte ich mal behaupten. Aber wie gut, dass sie... Hui, eine Zeit lang so bleiben. Halt, so. So, einmal noch mal kurz gucken, habe ich den da... Ja, ich habe den eingesammelt, alles klar. Ich gehe aber jetzt nicht ohne Wollknoll weiter. Das wäre ein bisschen blöd. So, einmal bunter Mix aus allem.
Super geworfen. So. Das hatten wir. Jetzt gehen wir weiter. Hauptsache, wir haben ein paar Wollknäuel dabei. Ja! Wir können uns absichern. Und ein paar Herzen Regeneration. Ach, die können wir doch noch. Die alten Fake-Blumen. Hehehe, hast du gesehen, wie er sich gedreht hat? So kleine Dobi. Diese kleinen. Huch! Diese kleinen, miesen, arschigen Fake-Ei. Okay. Ich hab's kapiert. Wir müssen erst einmal die Wand da irgendwie aktivieren mit dem Power-Schalter. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Und dann können wir den kleinen Idioten da einwickeln. So, das hätten wir im Sack. Hier erstmal weitergehen. Wo kommen wir raus? Ah, hier, okay. Also noch einmal durch. Und dann natürlich durch den voll geheimen Weg. Ja. Den hätte ich ja fast nie gefunden, wenn ich nicht aus Versehen zu weit gesprungen wäre und so. Ach. Alles Glück. Mehr braucht man nicht. Man braucht einfach nur Glück. So. Wer braucht schon Skill, wenn er Glück hat? Haha. Wir machen einfach einen auf Joey Wheeler. So, einmal hier. Noch eine Blume. Eine kleine Blume. Das war sehr gut geworfen. Ich bin von mir selbst überzeugt. Überzeugt und auch ein bisschen angewidert. So. Erstmal weiter. Und hier verbirgt sich. Toll. Ein Wuhu. Halt, bevor ich, ne, und so weiter da drücke. Gucken wir uns einmal hier unten um. Ich habe so das Gefühl, dass wir sonst nicht mal hin dürfen. Ja, Herzchen! Wir brauchen mehr Herzchen. Herzlein! Ah! Ob ich ihn auch einwickeln kann? Tatsache! Nice! Haha, ich wusste es! Blümchen! Was mache ich denn da? Nein, wollte ich doch gar nicht. Verdammt! Doch, wollte ich. Haha, genau richtig. Juhu. Aber ich dachte, ich drehe mich jetzt zu schnell um. Ja! Oh. Nein, das wollte ich gar nicht. Hier ist irgendwo ein Geist. Ich habe Angst. Wir haben unseren Schluseldusel. Das finde ich ganz, ganz toll. Bats, voll erwischt den alten Klumpen hier. Aber das Ding ist eben beschleunigt. Ich glaube, er verfolgt uns immer noch. Was kann ich nur tun, um das Unheil abzuwenden? Oh, ich habe genießt, es tut mir leid. Orange sieht da irgendwie putzig aus. Na, ich gehe mal schnell hier durch. Das ist auch, glaube ich, ob. Ne, das ist richtig, ne? Ja, ist der richtige Weg. Juhu. So. Müsste ich mich doch einmal kurz am Näschen kratzen. So, erwischt. Wir gehen mal durch diese Tür. Ich hoffe, das ist nicht die richtige, weil da kommen wir ja rechts wieder raus. Jetzt wollte ich das essen, ernsthaft? So weit ist es schon. Ah! Arschloch. Ich brauche doch noch meine Herzchen. Lass den Scheiß.
Okay, wir müssen in die obere rechte Tür. Weiß, kommen wir bestimmt. Jawohl, ich wusste es doch. Hä? Hey? Irgendwie. Das ist gerade voll doof hier. Warte mal. So, noch einmal. So, warte, jetzt kriegen wir es hin. Na! Ah, Mann! Ich bin zu doof! Jetzt möchte ich keinen Zuspruch haben. So! Es geht doch! Weiter geht die Reise! Mit der ganzen Scheiße hier. Mann! Verpiss dich! So, den hätten wir auch erstmal weg. Aber er wird bestimmt wiederkommen. So, erstmal ausschalten. Habe das Gefühl, das hätte ich noch nicht machen sollen. Ich hole mir erstmal neue Wollknäule. Hopp, hopp. Oh, den hätte ich voll eins verbrezelt. Kommt mal zu mir. So, den ersten haben wir erstmal so weg. Komm. Oh, mein kleiner dicker Klumpen. Ja, komm. Sei ein braver dicker Klumpen. Hallo? So, du bringst mich erstmal nach oben. Ihr braucht gar nicht so schmulen. Ich sehe euch. Haha. Danke für die Starthilfe. Ihr werdet jetzt nicht mehr benötigt. Oder doch? Na, was haben wir hier? So. Es macht schon Bock, mit denen hier rumzualbern. Auch wenn die Zeit läuft. Aber hey, es ist mein LP. Da kann ich machen, was ich will. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Bäh, voll ins Gesicht, Alter. Voll ins Gesicht gesemmelt. Die kommen da nicht durch. Ist aber schon traurig. So. Hier ist nichts, alles klar. Und tschüss. Wollt hier ruhig noch ein bisschen herum? Tollt, wollt hier noch ein bisschen rum? Ist mir wurscht. Ich verpiss mich jetzt. Ah, man kann auf die drauf springen, wusste ich gar nicht. Oh, bis auf die Herzen war alles. Cool. Ja, da freue ich mich. Und kein Bonusspiel. Yes. Ja, Kaugummi-Yoshi hat sie gekaut. Oder gefusselt. Wie auch immer. Sehr schön. Ist ja selten, dass wir mal rechts, also dass wir mal alle Wollknäule, Blumen und Stempel auf einmal kriegen. Hey, finde ich toll. Und das in der Aufnahme. Yeah. Fängt schon irgendwie Walktruf-lastig hier an. Und als nächstes haben wir einen... Phantom-Yoshi? Geist-Yoshi? Phantom-Yoshi? Grusel-Yoshi, natürlich. Und der sieht echt cool aus. Der sieht aus, wenn er am Schimmeln ist. Am Schimmeln! Irgendwie knuffig, also... Yay! Ich bin voll der Gruselige, aber mit... Mit dem werden wir jetzt erst einmal Klettverfließband. Das Klettverfließband werden wir jetzt erstmal uns durchschubbern lassen. So wie der Shy Guy, der ist so knuffig. Und mal gucken, was der Grusel-Yoshi hier so erreichen kann. Nach diesem unheimlichen Ladevorgang.
Der ist unheimlich öde. Der ist voll cool. Oh, guck mal. Der ist so putzig. Ja. Guck das an. Ist das nicht drollig? Ich feiere das gerade. Alter, es ist knuffig. Oh, so knuffig, Alter. Und guck mal, der ist so... Oh, ist das putzig. Mitkommen. Die Musik ist auch cool. Guck das an, ey. Oh, und wieder nach oben kraulen. Das sieht voll knuffig aus. Ich bin ein knuffiger Yoshi. Okay, da komme ich nicht durch. Rüber oder so, was weiß ich was. So. Haha, wie obvious. Das sieht so cool aus. Das sieht auch geil aus. Eine echt geile Idee. Muss ich einfach mal sagen. Finde ich sehr stylisch. Mit dem Klettding. Warum spuckt die Blume sofort wieder? Ist ja auch egal. Ah, okay. Ich klebe. Ich klette, besser gesagt. Yay, kletten. Kletten. Oh, ist so putzig. Au. Versuch was wert. Ah. Hallo, geh weiter. Tolle Steuerung. Über Kopf und sofort wieder anders. Yay. Nix da. Mit mir machst du nicht solche Spielchen. Was haben wir hier? Ah, Herzchen. Hallo. Das ist... Hat irgendwie was. Schnell weg hier. So, einmal da drüber. Hui. Das ist aber jetzt ganz schön... Lebensmüde hochgesprungen, möchte ich mal behaupten. Hätte auch voll ins Auge gehen können, mein kleiner, klettiger Freund. Upsa. Ah. Ah. Juhu. Und. So, so drollig, Alter. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Ah! Ah, Mann! Lass mich doch mal in Ruhe! Ihr blöden Mongos! Hilfe! Na, wenn ich da nicht hoch kann, dann weiß ich es aber auch nicht. Ja, komm! Ah. Toll, für ein paar epische Juwelen. Hätte ich mir auch schenken können. Aber egal, weiß man ja nicht vorher. Und weiter geht's. Reißverschluss der ewigen Verdammnis und... Wie wir da nicht gegen anstinken können. Gefällt mir. Also das Level gefällt mir. Das Level macht mir richtig, richtig Spaß, möchte ich mal sagen. Hui, juhu. Wuhu, wah. Ah! Wah! Kann ich da irgendwie hoch? Ah, okay, man kann auf den Propeller springen, wusste ich gar nicht.
Ich dachte dadurch kriege ich Schaden, aber hey! Wieder noch das Knäuel rumgammelt. So, einmal den hier. Ist jetzt zufällig irgendwas in der Ecke? Nein? Schade. Der Superklett Yoshi. Ich will dich essen. Ups. Oh, Herzchen. So, was war hier? Okay, da hat das Ding jetzt unser kleines armes Wollknoll runtergedrückt. So, erstmal hier haben wir doch bestimmt irgendwas versteckt oder auch nicht. So. Mitkommen. Du bist jetzt mein Gefangener. Patz. Okay, da kommen die ganzen Dinger her. Yeah. Weg. Und das Wollknäuel verpiss sich. Juhu. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, weil ich so toll bin. Juhu. Das hätten wir im Sack. Wie viel haben wir jetzt schon? Geil, wir haben eine Blume vergessen und wir haben 12 Doll. Habe ich eben noch gesagt, dass es hier Walktruf-mäßig anfängt? Das war natürlich voll gelogen. Hier ist nichts mit Walktruf. Schnauze, du hast ja nichts zu melden. Nein! Du auch. Oh. Du auch nicht, wollte ich sagen. Nye. Schnauze! Hallo, Mann! So, jetzt noch einmal hier drauf. Das kennen wir ja schon. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Das ist auch ein bisschen verräterisch mit dem, Dingens, ne? Ich weiß schon, was ich sagen will. Mit dem, ja. Mit dem Boden, den man da sieht, ist das schon relativ verräterisch. Ah! Das tat mir aua, aua Bubu. Aua Bubu tat mir das. Mann! Verpiss dich! Lass mich in Ruhe! Hasse dich! Nimm dein Gesicht, du komische Bratze! Hilfe! Böses Teil! Hui. Sprach der fallende Yoshi! Okay, da kommen wir nicht rein. Haben wir vielleicht irgendwie... Nein? Wieso haben wir nichts versteckt? Den nehme ich einfach mal mit. Vielleicht können wir ihn gebrauchen. Kann ich da vielleicht rein? Hahaha. Jawoll. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd. Da wollte man mich in eine Falle locken. Da wollte man mich frohlocken. Schon irgendwie cool, wie wir uns da einfach hoch snacken können. Yeah, Herzchen! So. Ich gehe mal an den hier dran. War eine gute Idee. Gut, da ist nichts. Einmal den. Dann noch einmal den. Von denen lasse ich mich nicht wieder berühren. Da will mir nur wieder Aua machen. Da will nur meine Gefühle verletzen. Und das mag ich nicht. Hilfe! So, langsam aber sicher werden wir uns der Röhre nähern. Und yeah, wir verschwinden.
Das sieht so geil aus, wenn das da festhängt. Das war jetzt aber nicht sehr schwer, wenn ich das mal so sagen darf. High Speed! Nice! Und wir haben, jawohl, alles bis auf eine Blume und ein Stempel. Vielleicht kriegen wir noch einen Stempel. Das wäre toll. Außer wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Dann haben wir natürlich wieder Pech gehabt und müssen so wie die Blume kriegen. Da haben wir jetzt alle Stempelchen. Yeah! Pop! Und geschafft. Haha! Der knuffige Grusel-Yoshi hat den Tag gerettet. Und einen neuen Woll-Yoshi freigeschaltet. Yeah! Okay, Leben und Blume. Wen juckt's? Ah, diese Ladevorgänge. Ich könnte sie knuddeln. Bis sie aufplatzen und die Füllwatte rausquillt. Was? Kein Plan. Farb-Yoshi? Farbklecks-Yoshi. Ja, fast richtig. Aber auch irgendwie nice. Was könnte das wohl bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Was könnte dieser komische Pimmel nur bedeuten? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mal sagen, das finden wir im nächsten Part heraus. Ich glaube, der nächste Part wird ein bisschen Überlänge haben. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Na gut, der hier hat auch Überlänge. Genau wie ich. Aber ich glaube, nächste Part, der wird doch ein bisschen deutlich länger. Aber egal, das werden wir alles morgen im nächsten Part sehen. Morgen? Ja, heute ist Freitag, aber ja, das passt. Werden wir alles morgen sehen. Das war's für heute. Arrivederci, meine kleinen Makaronis, weg damit. Wir sehen uns im nächsten Part gleich morgen wieder. Tschüss. Bedrückende Atmosphäre.